Deutschland, These 1, ist ein zunehmend biologisch und psychisch schwer krankes Land. Recherchieren und arbeiten. Recherchieren, man. Wenn Sie es nicht von uns hören, also Regierung oder Weltwirtschaftsforum ist ziemlich dasselbe, ist es nicht die Wahrheit. Die spielen Gott, Bro. Ohne Impfpass kein Reisen. FC Querdenker, na Mann. Schau. YouTuber haben sich dahingestellt in Regierungsvideos und haben Leute angegriffen, die sich nicht impfen lassen wollen. Angeblich satirisch. Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter. Ich will nur meine Zuschauer aufwecken und ihnen sagen so, vergesst das auch nicht, weißt du? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Wir gehen rein ins Florian-Video jetzt hier, aber jetzt endlich, oder? Liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich über verrückte Thesen. Aber bleib. Verrückt mögen wir, Freunde, oder? Einmal Morpheus in den Chat, mein lieben Freunde, ja? Verrückte denn, Motherfucker? Im Video, es wird euch überraschen. Ja, einige Sachen haben Weltpremiere-Charakter. Sie sind in dieser Form noch nicht dargestellt worden, soweit ich weiß, was Deutschland betrifft. Deutschland, These 1, ist ein zunehmend biologisch und psychisch schwer krankes Land. Oh mein Gott, immerhin das beste und freiste Deutschland, das wir je erlebt haben. Wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Der dysfunktionalen, zunehmend körperlich und geistig behinderten EU. These 2. Und obendrauf die Krönung. Der haut auch gut raus, der Bruder, gell? Krönung. Direktiven der G20 und der Einfluss von Gates, der EU, von der Leyen und Schwab, Weltwirtschaftsforum, bringen uns den digitalen Impfpass, ohne den wir nicht mehr ins... Impfpass, hat er gesagt, ja? Wir piepen das bei uns nicht raus. Hier gibt es keine Zensur. Ausland reisen können. Wow, das ist heftig. Es ist ein düsterer Ausblick auf unsere gesundheitliche Verfassung. Und später in diesem Beitrag kommen wichtige Hochrechnungen. Wir wollen vor der Kurve sein. Like wir sind ungewöhnlich. Wir haben 7 Analysten, die auch für diesen Kanal recherchieren und arbeiten. Recherchieren, man. Und mir ist es ganz wichtig, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet. Hört mir einfach nur zu, das ist eine Meinung, basiert auf teilweise 19 Analysten. Mies recherchiert, sage ich mal an der Stelle. Analysten, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Aber fangen wir doch mal mit dem dritten Punkt an. G20 fordert ohne Impfpass auf Basis der WHO keine Reisen ins Ausland mehr. Ich zitiere. Wenn das kommt, ich hoffe, ich bin schon vorher weg. Also wenn das auf uns zugerollt kommt, was da jetzt gerade schon im Raum steht, das heißt eigentlich, also für alle Leute, die es irgendwie möglich machen können, einfach gehen, weißt du? Es ist nicht umsonst so, dass die meisten Leistungsträger, die es sich leisten können, das Land schon lange verlassen haben. Hier. Da kommt schon ein bisschen was auf uns zu, glaube ich, noch in Zukunft. Man sollte echt mit den Gedanken spielen, ob man hier noch leben möchte. Aus. Europa wird nicht mehr so sein, wie es mal war, glaube ich. Einem Bericht der G20. Wir verpflichten uns weiterhin, einen sektorübergreifenden One-Health-Ansatz zu verfolgen und die globale Überwachung, einschließlich der genomischen Überwachung, zu verbessern, um Krankheiten... Doggy Dogs im Background, ne? Erreger und antimikrobielle Resistenzen zu erkennen, die die menschliche Gesundheit gefährden könnten. Hört sich nett an bisher. Ja, und jetzt geht's weiter, aber jetzt ist es ein bisschen konkreter. Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR 2005 an, um den nahtlosen internationalen Reiseverkehr, die Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht digitaler Lösungen einschließlich des Nachweises von Impfungen zu erleichtern. Und. Für mich der prägende Teil kommt erst. Regeln, man. Einmal fühle ich in den Chat, Freunde. Also diese Erleichterung als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien. Die hat Herr Gates schon sehr ausführlich beschrieben. Es sind 12 an der Zahl. Und jetzt kommt für mich ein Wording, was man krass hinterfragen muss.
die den Erfolg der bestehenden Standards und digitalen Covid-19-Zertifikate nutzen und darauf aufbauen sollen. Ich wiederhole, die den Erfolg der bestehenden Standards. Welchen Erfolg? Ich weiß sie. Und dann geht's weiter. Ich gehe gleich auf diese Erfolgsstory an, der globalen Maßnahmen. Im nächsten Absatz, Artikel 24, wird die Notwendigkeit beschrieben, dass globale Institutionen gegen Desinformation vorgehen, also Zensur, was die Art der Rede betrifft, die im Rahmen eines solchen Programms erlaubt sein wird. Ja, Zensur kennen wir doch. Desinformation, wer entscheidet das? Twitter it out, man. Dann nehmen wir doch mal eine ganz bekannte Repräsentantin des Weltwirtschaftsforums. Man fragt sich immer, das kommt demnächst mal, wen man eigentlich wählt. Wählt man jemanden, der für Gates arbeitet oder für die WHO arbeitet oder für das Weltwirtschaftsforum oder für die Leute, die diese Person gewählt haben? Das wird ein immer prägnanteres Thema. Nehmen wir also doch mal ganz zum Spaß Jacinda Ardern, das ist die Premierministerin von Neuseeland. Und die hat da zum Thema Desinformation sich ganz eindeutig klar ausgedrückt. Wenn Sie es nicht von uns hören, also Regierung oder Weltwirtschaftsforum ist ziemlich dasselbe, ist es nicht die Wahrheit. Ignorieren Sie alles andere. Wir werden weiterhin Ihre einzige Quelle der Wahrheit sein. Die spielen Gott, Bro. Die spielen ganz klar Gott. Wow. Ja. Und deswegen werden wahrscheinlich auch im Text die digitalen 19-Zertifikate synonym auch einfach nur Impfpässe genannt. Und der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin hat vor kurzem bei dem G20-Gipfel sogar ein digitales Gesundheitszertifikat nach WHO-Standards gefordert. Und hier seht ihr den Link, der ist unten auch noch eingespielt. Das Profil von Herrn Gunadi Sadikin auf dem Weltwirtschaftsforum. Und das Foto natürlich auch. Ein geselliger Typ. Erinnert mich an gewisse koreanische. Einer hat gerade gesagt, wie schützt du dich vor den negativen Gedanken, die dazukommen? Fragezeichen. Also du meinst, die man bekommt, wenn man solche Informationen sich gibt, meinst du? Das darf man halt nicht so persönlich an sich ranlassen, weil jeder Einzelne hat natürlich auch noch die eigene Wahl, ob er sich davon jetzt negativ runterziehen lässt oder nicht. Für mich ist das insgesamt einfach eine positive Aufgabe, die ich hier verfolge. Ich ziehe mir Wissen rein, um das dann mit euch zu teilen, damit wir zusammen bewusster werden, aufwachen. Am Ende des Tages schalte ich den Stream aus, gehe trainieren, telefoniere mit guten Menschen, meditiere, schneide die Videos, lade die hoch. Ich folge meiner Bestimmung und ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Und das macht mich halt einfach happy und glücklich. Das, was wir hier gerade machen, ist einfach nur Informationsgewinnung. Man sollte da gar nicht Emotionen mit reinpacken oder so. Einfach nur Informationsgewinnung. Man zieht sich ein bisschen was rein. Man versteht, wie die Welt funktioniert. Und am Ende sollte man das aber nicht in sein Herz lassen und sich dadurch seinen eigenen Traum und den Weg, den man gehen möchte, irgendwie kaputt machen lassen. Bleib einfach in deiner eigenen Mitte. Finde einen Traum und wenn du merkst, dass sich das zu krass negativ beeinflusst, dann zieh dir das auch nicht mehr rein, so weißt du? Immer ein guter Selbstdarsteller. Und ihr wisst doch bestimmt auch, dass die WHO, die World Health Organization, einen Vertrag mit dem Weltwirtschaftsforum abgeschlossen, dass das Weltwirtschaftsforum. Weil das ist halt immer so ein Zwiespalt, ne? Natürlich. Also, ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich mich mit solchen Sachen zu viel beschäftigt habe und dann ein gewisses negatives Gefühl oder negative Emotionen in mir aufgekommen sind und ich dann das wieder ein bisschen ausbalancieren musste mit Sachen wie Meditation, Sport machen, sich auf seinen eigenen Traum zu konzentrieren, auf sein Herz, auf das, wo man hingehen möchte. So. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch wichtig, dich mit der Realität zu konfrontieren, sodass du schon ein gewisses Verständnis dafür hast, wo die Welt gerade hingeht, damit man dagegen auch was tun kann, weil jeder Einzelne ist auch mächtig. So. Wenn man sich nur sagt, so nein, ich beschäftige mich mit diesen Themen gar nicht, dann passieren halt genau die Dinge, die schon passiert sind. Dann lässt man sich halt einfacher manipulieren und
denkt sich halt, ja scheiße, ich spiele das Spiel einfach mit so. Deswegen ist es, glaube ich, es ist wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, aber es ist auch wichtig, einen Ausgleich im Leben zu haben. Dinge zu haben, die drüberstehen. Und vertreten nicht nur Länder wie Holland, infiltriert nicht nur die Politikszene mit ihren Proponenten, mit ihren Günstlingen, sondern sie berät auch die WHO. Denn alle G20-Länder, wir haben das in Depth, in der Tiefe recherchiert, haben intensive wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische, gesundheitliche Beziehungen mit dem WEF und so weiter und so weiter. Dazu mehr, aber mehr in dem Folgevideo. Schauen wir uns doch mal einfach diese Länder an. EG20-Länder. Fällt euch was auf? Die Europäische Union ist auch ein Land. Hm? Was? Krass. Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Europäische Union, Decker. Wird als Land aufgeführt. Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Volksrepublik China, Bro. Das hat eigentlich. Tja. Also die mächtigsten sind auf jeden Fall mit drin im Laden. Also sie hat auch noch eine Stimme. Also in der G20, also da sind natürlich alle möglichen Länder drin aus Europa, Deutschland. Und zwar fragt ihr noch, Bro, was sagst du, welche Sache sollte man als allererstes beachten, um positiver zu werden? Lieben. Fang an, wieder zu lieben. Dich selbst zu lieben, deine Umgebung zu lieben, Menschen, denen du begegnest, zu lieben. Fang an, wieder Dinge, die du direkt vor dir hast, zu lieben. Das ist für mich der beste Weg, um positiv zu sein. Ich habe vorhin ein älteres Ehepaar gesehen, die waren einkaufen. Die waren, glaube ich, auch schon so um die 80 Jahre alt oder so und sind Hand in Hand dann mit der Einkaufstüte nach Hause gelaufen. Das habe ich einfach so krass embraced und geliebt. Ich habe mir im Kopf gesagt, ich liebe euch zwei so. Und danach bist du happy, weißt du? Wenn du da einfach Liebe rauslässt und dir das so Liebe einfach dir bewusst machst, wie viel das wert ist, Digga. Fange an, Menschen und Dinge um dich herum zu lieben und du wirst positiver sein. Frankreich, Italien. Ja, Spanien hat es noch nicht ganz geschafft, oder doch? Nee, das ist noch ein bisschen zu schwach. Aber jetzt nur die Frage, komm mal, G20, was soll das schon sein? Ist das doch nur reine Verschwörungstheorie? Ohne Impfpass kein Reisen. Gibt es dafür irgendwelche Indikationen? Ja, es gibt eine Fallstudie, brandneu, KLM. Die holländische Fluglinie macht den Anfang mit einem digitalen biometrischen Pass und Gesichtserkennung, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Die gab es doch früher nicht, vor 2020. Und es geht weiter. Immer diese Gründe, um lange Warteschleifen zu vermeiden. Ja. Ein weiteres Land, was enorm von dem Weltwirtschaftsforum bestimmt wird, infiltriert ist. Die Niederlande und Kanada arbeiten gemeinsam mit dem, ratet mal wer, mit dem Weltwirtschaftsforum, immer das Weltwirtschaftsforum, an der sogenannten Known Traveler digitalen Identität. Das ist ein digitaler Reisepass, der um den Impfpass erweitert werden kann, / wird. Und es geht. Hey, Digga, stellt euch mal vor, wir können nicht mehr frei reisen, ohne dass wir uns gewisse Dinge reinfetzen. Oder wenn wir vielleicht irgendwas tun, es wird ja vielleicht auch irgendwann dieses soziale Punktesystem kommen. Ja, so Herr Lovlog, Sie haben bei Twitch zu viel Mondlandungen, Pyramiden etc. studiert. Also nach Ägypten reisen ist für Sie nicht. Noch weiter dieser Kreis. Es handelt sich um eine Partnerschaft zwischen dem Weltwirtschaftsforum, aber auch der niederländischen Regierung, der kanadischen Regierung, Air Canada, KLM und sage nach einigen Flughäfen, zum Beispiel Schiphol in Amsterdam, einer der größten Flughäfen Europa. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Das ist viel Information. Was mich echt angefixt hat, ist der folgende Satz aus dieser G20-Erklärung. Digitale Ausweise basierend auf dem Erfolg der bestehenden Standards und der digitalen Covid-19-Zertifikate. Ein für alle Mal. Lasst uns das doch mal im Zeitgeist der Fußball-Weltmeisterschaft erklären. Das versteht doch dann jeder.
Es gibt so verschiedene Kriterien, die aufgezählt wurden. Sagen wir einfach mal, die deutsche Spritzkick-Nationalmannschaft spielt jetzt nicht gegen Japan und verliert, sondern gegen den FC Freidenker. So Kreisklasse C-mäßig, ja. Oder wenn, zumindest wird das behauptet, dass das Kreisklasse C ist. FC Querdenker, na Mann. Schauen uns das Spiel an. Da gibt's wahrscheinlich viel Werbung vor dem Spiel. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die Ex-Weltmeister. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen alles. Und jetzt können wir doch mal in der sachliche Betrachtung an den Tag legen. Das Spiel läuft jetzt ab. Es läuft jetzt so über 90 Minuten. Also alle 6-7 Minuten gibt's eine Ansage. Die Spritzen verhindern die Infektion. 1-0 für die Kreisliga. Gespritzte können den Virus auf keinen... Team Querdenker an der Stelle, ja? Bizeps, mit Stolz, mit Balls. Auf jeden Fall übertragen. Morpho ist in den Chat, meine Jutze. 11. Minute, 2-0. Oh, bringt auch keine Hospitalisierung, kein Tod und verbleibt nur im Muskel. Wow, 3-0, 4-0, 5-0, Hattrick in 10 Minuten. Und befindet sich garantiert nicht in der Muttermilch. Uiuiuiui, die Kreisliga C gewinnt gerade 6-0 gegen die nationale deutsche Spritzmannschaft. Hallo, was ist hier los? Drama, die Zuschauer weinen am Fernsehen. Unser Land geht unter. Ab 70% erreichen wir Herdenmutter. Ich mach ein bisschen schneller, ja? Aber auf entspannt so. 1,2. Sagt der Mittelfeldspieler und liegt falsch. Pass kommt nicht an im Aus. Einwurf C-Liga. Keine Nebenwirkungen. Und das ist ein Eigentor. Also das ist jetzt wirklich ein Eigentor. Die sind nämlich weltweit fantastisch dokumentiert. Mittlerweile noch nicht konglomeriert, also noch nicht zusammengezogen. Aber hunderte von Studien belegen das und faktischen Tabellen auch aus der EU, auch aus der WHO, auch aus der WAS in Kanada, also USA und sämtlichen etlichen anderen, mehr als einem Dutzend anderen Nationen. Und deswegen, weil es keine Nebenwirkung gibt und es die einzige alternativlose Behandlung ist, dass die Impfpflichtimpfzwang aufgrund der Pandemie der asozialen, ungeimpften, rücksichtslosen Impfverweigerer, die sind sowieso geistig behindert und sowieso, ja, laut Studien. People in, man. Eine spezifische erwähne ich, mit 10.000 Menschen wurden da befragt. Diese geistig behinderten und rücksichtslosen Impfverweigerer werden gesehen von vielen schlimmer als schwere Straftäter? Als Straftäter und Sexualverbrecher wurden Leute teilweise aus der Gesellschaft, haben Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, als schlimmer gesehen als Sexualstraftäter und Vergewaltiger. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da muss man nichts mehr zu sagen. Auch das Video, was wir uns gestern reingezogen haben über die Twitter-Files. Die Diskussion, die bei der Bild-Zeitung stattgefunden hat, die wir uns reingezogen haben. Ich sage euch, es wird immer mehr Wahrheit ans Licht kommen. 14-0 hat die Kreisliga C gegen deutsche Spritzkick-Nationalmannschaft gewonnen auf der Argumentationskette des Spielverlaufs. Ja gut, es lasst uns nicht kleingeistig sein, es gibt Ehrentreffer. Da gibt es diesen Mittelstürmer, der heißt Klabauterbach. Dem werden 2 Tore zugesprochen vom Schiedsrichter, den die WHO gestellt hat für das Spiel. Aber nach genauem Betrachten dieser beiden Treffer, dieser Ehrentreffer, könnte es sein, dass Klabauterbach doch im Abseits stand. Aber vielleicht ist ja der Krankheitsverlauf etwas milder mit Spritze, Long-Covid vielleicht auch dadurch weniger häufig. Ist das bisher empirisch bewiesen? Das wird weiterhin von Spitzenwissenschaftlern bezweifelt. Also Endstand, was haben wir hier? 2-14. Von der Nationalmannschaft, gegen freidenkende Kreiskicker. Tja, ist das jetzt wahnsinnig, was ich hier erzähle? Ich muss hier satirisch vorgehen, das ist eindeutig klar. Dass man die nicht wahnsinnig darstellt oder will, ja, das ist ja eine wilde Behauptung, eine Oberfrechheit, bodenlos. Also das College der Ärzte und Chirurgen des Staates Ontario hat einen Brief an alle Ärzte in Ontario gesandt, in dem sie empfehlen, dass man den ungeimpften Patienten nahelegen sollte, dass sie geistig geschädigt sind und sie anzuregen, sich entsprechende Psychopharmaka behandeln zu lassen.
Aber es ist ja nur eine Anregung. Ist nur eine. Ich feier dich, Florian. Ja, ich küsse dein Herz. Laut Dr. Marcus, ein Kanadier. YouTuber haben sich dahingestellt in Regierungsvideos und haben Leute angegriffen, die sich nicht impfen lassen wollen. Angeblich satirisch. Können wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Warte mal ganz kurz. Ich lasse mich nicht impfen. 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 Aber jedes Wochenende vor dem Club Schlange stehen. Vorher 3 Stunden für Haare, Nägel und Make-up. Aber fürs Impfen kurz beim Arzt zu warten. Unmöglich. Es geht nicht nur um dich, es geht um uns alle. Ich bin vollständig mit BioNTech geimpft. Als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Lass mich nicht impfen, weil... Das ist der mich am meisten enttäuscht hat. Weil ich den wirklich gemocht habe eigentlich. Der hat ja auch meine Sprache immer gerne in seinen Videos eingebaut und so. Haben einen ähnlichen Humor. Aber als ich das gesehen habe... Das ist nicht papatastisch. Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter. Weißt du, was die für eine Reichweite haben? Weißt du, wie viel Reichweite die haben? Weißt du, wie viele junge Leute die erreichen? Millionen, Hunderttausende. Vor allen Dingen junge Leute sollten sich nicht impfen lassen. Weil die es nicht nötig haben. Weil die so ganz normal durch die Krankheit durchgekommen wären und dann immun wären. Wenn jetzt einer von diesen jungen Leuten, den du empfohlen hast, sich impfen zu lassen, Bruder, wirklich von Herz jetzt mal so, wenn einer von denen Nebenwirkungen hat oder dem irgendwas passiert, Bro, kannst du dir wirklich noch in den Spiegel gucken? Kannst du wirklich noch einfach Twitch anmachen und da Entertainment machen so? Ohne ein Wort darüber zu verlieren? Spannend. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung schiebt aber mal ganz andere. Ach komm, lass dich doch jetzt einfach impfen. Und dann schön die 50.000 mitgenommen, Digga. Schön das Pada mitgenommen und gesagt, komm, scheiß drauf. Die App noch empfohlen. App noch empfohlen, so, ey, geil, gibt neue App, da kannst du deine Impfung direkt in die App, bla bla bla, Gesundheit, bla, so und so und so. Helft der Gesellschaft, Solidarität, hier und das. Weil die gedacht haben, ja, okay, ey, das Narrativ ist die sichere Seite, das können wir promoten, alles cool. Ich, wie gesagt, stellt euch nur hin und sagt, ey, ich war auf dem falschen Dampfer oder tut mir leid oder so und dann ist alles cool. Weißt du, wie ich meine, ich will niemanden verurteilen, ich finde das halt einfach nur krass, dass Leute das so mitgespielt haben und durchgezogen haben und sich 0% gerade gemacht haben dafür. Ich richte hier an der Stelle niemanden. Alles gut. Ich will nur meine Zuschauer aufwecken und ihnen sagen so, vergesst das auch nicht, weißt du? Tja, Arzt. Also, ein Spielerverlauf, der 2-14 ausgeht, sollte man vielleicht nicht als Erfolg feiern. Und man sollte denjenigen, die 14-2 gewonnen haben, nicht erzählen, dass sie geistig oder körperlich geschädigt oder behindert sind. Das ist die Fakten auf den Kopf gedreht. Nochmal zur Zensur. Auch kein Gerücht. Es gibt eine Bill, einen Gesetzesentwurf C11, der erlaubt Kanada, der Regierung, das Internet durch nicht gewählte Bürokraten zu zensieren. Also vielleicht ist es doch nicht alles eine Verschwörungstheorie. Jetzt machen wir einen kleinen Faktencheck. Lassen wir es doch lieber mal News-Check nennen, weil ich maße mir an, kein Nobelpreisträger in Wissenschaften zu sein, aber ich kann die Zeitung lesen. Stark. Das Bundesverfassungsgericht. Bayerns Corona-Ausgangssperre war nicht rechtmäßig. Ja, okay, wissen wir. Wow, das war neu für mich. In Italien gibt es die erste Klinik für Covid-Impfung geschädigter Patienten. Ich kenne eine auch noch in Deutschland, die eine enorme Nachfrage hat. Steht aber nicht in den Medien. Der Max sagt gerade, und das Freche ist einfach, hattest du eine andere Meinung, warst du Querdenker oder wurdest in die rechte Ecke gedrückt, so wurde man dann mundtot gemacht. Ja, Bro. Und Leute, die halt auch eine Karriere hatten, wie ich zum Beispiel, die viele Sachen gemacht haben, die auf dem aufsteigenden Ast waren, wurden halt auch einfach abgesägt so. Von den Leuten hört man halt auch heute teilweise nichts mehr. Viele Leute haben dann angefangen zu schweigen. KenFM-Kanal wurde komplett gelöscht. Ich habe alle meine Sponsoren von einem Tag auf den anderen verloren. Alle. Kein Künstler wollte sich mehr mit mir blicken lassen. Außer eine Ausnahme, ein, zwei Ausnahmen so. Es ist viel kaputt gegangen so. Heutzutage bin ich froh. Bin ich froh und dankbar dafür, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist. Weil ich habe dadurch sehr viele schöne Erlebnisse gemacht. Ich bin dadurch erst auf die spirituelle Reise gekommen. Ich bin nach Mexiko abgehauen, um mich frei zu machen. Aber natürlich hat es auch sehr viel Schmerzen gekostet. So, es war schon hart. So, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber fühlt sich nicht so geil an, dass wenn
alles funktioniert und alles bergauf geht und dann kommt ein Einschnitt und dann verlierst du alles komplett so, es fühlt sich erstmal scheiße an. Ich habe ein Jahr lang oder so bestimmt damit zu kämpfen gehabt, bis ich dann verstanden habe, dass alles geplant ist, beziehungsweise dass ich die guten Seiten davon sehen sollte und dass die Spreu sich vom Weizen getrennt hat und dass ich stolz darauf bin, dass ich trotzdem meiner Linie treu geblieben sind, immer der gleiche Typ. Ich war immer der gleiche Typ, egal ob vorher oder nachher, aber ich bin auch da meiner Meinung treu geblieben und mir selbst treu geblieben und bin stolz. Ich kann mir halt in den Spiegel gucken. Ich könnte mir nicht in den Spiegel gucken, hätte ich das Spiel einfach so mitgespielt und hätte euch nicht versucht, wenigstens zu sagen, dass hier gerade scheiße läuft, weißt du? Dann hätte ich mir nicht mehr in den Spiegel gucken können, dann wäre mein Leben für mich persönlich vorbei gewesen. Das ist für mich Seele verkaufen. Das ist für mich teuflisch. Das ist für mich nichts Gutes, so, weißt du? Und das ist das, worauf ich stolz bin. Auch wenn ich mich ins Bett lege und merke natürlich, ja, meine Klamottenmarke geht nicht weiter, ich habe keine Sponsoren mehr, finanziell läuft es auch nicht mehr so geil und so, aber es ist okay. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich ein Bett habe, dass ich was zu trinken und zu essen jeden Tag habe und dass ich mir selbst treu geblieben bin und dass ich mich selbst ertragen kann. Das ist mir viel mehr wert, weißt du? Das US-Gesundheitssystem bricht nach Massenexodus von Ärzten und Krankenschwestern zusammen. Daten aus 27 europäischen Ländern belegen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 552% gestiegen ist. Seit die Europäische Arzneimittelagentur die Covid-19-Injektion zunächst für 12- bis 15-Jährige und nur wenige Monate später 5- bis 11-Jährige zugelassen hat. Norwegen macht massive Kehrtwende bei Boostern. Das war vorher Pflicht jetzt. Oh, entscheidet selber. Hands off, Pontius Pilatus. Ich wasche mir die Hände. Jeder 10. Jugendliche denkt mittlerweile an Selbstmord. Jeder 6. fühlt sich... Oh, jeder 10. Jugendliche denkt an das, Bro, das ist so traurig. Verloren. Diese Zeit hat da viel zu beigetragen. Lockdown, alleine sein, nicht mehr rausgehen dürfen, Abstand von Menschen, soziale Ausgrenzung und diese ganzen Sachen hat sehr viel mit der Jugend gemacht, was dann auch erst Jahre später natürlich seine Auswirkungen nimmt, so. Die Kinder, die nicht frei spielen konnten, die in irgendwelchen Rechtecken spielen mussten und nicht ins andere Rechteck dürfen, zwischen jedem Platz in der Schule einen Platz freilassen, Maske tragen während dem Unterricht. Das sind alles Sachen, die haben natürlich einen mentalen Effekt auf die Menschen. Historische Höchstwerte. Dänemark verbietet die Impfung für unter 50-Jährige. Eben krass. Der Staat Florida, auf den komme ich noch. Krass. Wir sprechen in den nächsten Wochen. Florida feiere ich. Das war auch das erste Mal, wo ich keine Maske im Laden tragen musste, nach Jahren, wo ich nach Miami gereist bin. Und da war keine Maskenpflicht einfach. Und du konntest mal wieder einfach so einkaufen gehen ohne Maske, Digga. Nach anderthalb, zwei Jahren war so geil das Gefühl. Ich weiß dir. Auch in Australien, die ja für ihre Quarantänelager bekannt wurden. Auch sie lehnen die dritte Covid-Booster-Impfung ab. Das ist vielleicht zu stark ausgedrückt. Aber für alle Altersgruppen, es ist eher, man soll das selber entscheiden. Das ist übrigens der Stand auch in den USA beim Center for Disease Control. Also irgendwie haben die das Fußballspiel gesehen, Deutschland gegen die Freidenkenden, oder haben das solche Spiele auch im eigenen Land gespielt. Mittlerweile spricht man ja sogar in den Medien über eine Amnestie dieser unglücklichen Gegebenheiten, wer die verursacht hat. Aber das Höchstgericht im Staat New York hat entschieden, alle diejenigen, die wegen Impfverweigerung gefeuert wurden, wieder einzustellen und alle Dienstausfälle müssen, ja, beglichen werden. Krass. Mittlerweile stellt feier ich. Der furztrockene Verband der amerikanischen Versicherungsaktuare, das sind wirklich Versicherungsmathematiker, die like Sterberaten und Behinderungsdaten auskennen müssen. Sonst geht die Versicherungsfirma, wenn das fehlkalkuliert ist, richtig, geht die pleite. Ja, 36% Übersterblichkeit auf breiter Front. Einige Grafiken. Jetzt geht es über die Kids, die nicht Geimpften. Schaut euch das selber an. Muss ich das noch kommentieren? Einmal geimpft, zweimal geimpft, dreimal geimpft. Das Gelbe sind Covid-19-Death. Das Grüne sind Non-Covid-19-Death. Und das Blaue sind All-Death. Einmal geimpft, zweimal geimpft, dreimal geimpft, viermal geimpft. Ach du Scheiße, Bro. Echt jetzt? Digga. Alter 10 bis 14, vom 1. Januar bis zum 31. März 2022, also dieses Jahres.
No comment. Ist das jetzt 15-2? Das ist ein trauriges Tor. USA. Von der ersten Kalenderwoche bis zur 38. Kalenderwoche fast 350.000 mehr Tote als sonst. In 38 Wochen 7-mal mehr Tote als im 20-jährigen Vietnamkrieg. Das Trauma für die Amerikaner schlechthin, die Niederlage und die vielen Toten, die kaputte amerikanische Gesellschaft, gespalten aufgrund des Vietnamkrieges. Über 20 Jahre, das war. Das ist doch kein Zufall. Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Das ist doch kein Zufall, Bro. Etwas mehr als 50.000 in 38 Kalenderwochen krepieren, sterben 350.000 mehr als sonst. No comment. Und deswegen gehen wir jetzt nicht in die Übersterblichkeit. Das hat Marc Friedrich nett erklärt in seinem Video. Mit 19% Übersterblichkeit im Oktober, ja nach 16% im Sommer, da hieß es ja noch, das ist das Klima, aber ich laufe nicht mit Badehose rum gerade, also es ist nicht das Klima. Klar, ich leugne doch nicht, ich leugne auch nicht Long, ich leugne auch nicht eine zunehmend pädophile, gewalttätige Gesellschaft gegen Kinder, die zu Selbstmorden führen. Diese Menschen sind so wichtig, ne? Florian Ketzer, ich, Janusz, andere Leute, die immer noch gegenhalten, egal was mit ihnen gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, so. Diese Leute sind so wichtig, Freunde. Ohne Scheiß. Ich weiß es mega zu schätzen. Ich hoffe, ihr auch. Ich argumentiere nicht gegen verschobene Operationen, gegen Lockdown-Faktoren, psychische Schäden, Angst, Wetter. Nein. Aber laut unseren Erhebungen erklärt das maximal 30% der Übersterblichkeit. Die restlichen 70% könnt ihr euch ausdenken, woher die kommen könnten. Wir haben aus unserer Gesundheitsstudie, die bisher nur die Florenholm Investment Club Mitglieder zur Verfügung gestellt bekommen, hoffentlich in den nächsten Wochen wird sie auch erwerbbar sein für andere. Ich habe hier Annahmen eingebracht. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen, wie diese Hochrechnung zustande kam. Aber lasst mich Folgendes sagen. An dieser Studie haben 19 Analysten gearbeitet, 7 intern, 12 extern, 17 waren geimpft und äußerst kritisch am Anfang ihrer Ausarbeitung. Die Arbeit ging über 4 Kontinente. Wir haben uns über 20 Länder angeschaut, 80 Krankheitsbilder analysiert, 15 Branchen analysiert, Kosten niedrig 7-stellig, mit Hunderten von Unternehmen gesprochen und, weil die, allein die Quellen für diese Studie sind fette 500 Seiten Quellennachweise. Es ist nicht aus der Hüfte geschossen worden. Muss deswegen trotzdem nicht stimmen. Und jetzt blendet bitte die Hochrechnung ein. Wir haben uns mit den WHO-Daten beschäftigt, Euromomo, Eurostat-Daten, VAS-Daten, CDC-Daten, englischen Daten, israelischen Daten, überall, wo wir Daten herbekommen haben. Wir haben Hunderte von Studien analysiert. Und wir haben einen multiplikativen Faktor ausgerechnet. Wir haben auch Daten genutzt vom amerikanischen Militär. Könnt ihr euch alles nachlesen, analysiert. Und wir haben einen multiplikativen Faktor ausgerechnet. Wir haben auch Daten genutzt vom amerikanischen Militär. Könnt ihr euch alles nachlesen. Du, wir sind nicht fehlerfrei, kann sein. Aber das deckt sich. Das deckt sich und es deckt sich und es deckt sich und es deckt sich und es deckt sich. Man kann sich noch mit dem Multiplikationsfaktor unterhalten. Ist ja 3,6 ist ja 6, ist ja 2, variiert pro Krankheit. Und mich das hat natürlich als Multiple Sklerose-Fall massiv interessiert, was ist da der Faktor? Ja, Zahlen. Ist es jetzt Long Covid? Ich rede nur über Zahlen, ich werde hier niemanden verurteilen, vor allem nicht Geimpfte oder Ungeimpfte. No way, ich werde nicht mal großartig die Regierung kritisieren, vielleicht die Spritzkick-Mannschaft. Aber weil sie einfach sportlich versagt haben. Sportlich versagt haben. Selbstmord durch die Decke. Menstruationsbeschwerden. Ja, das ist kein Joke. Das ist ein Riesenbrocken. Ich möchte keine... Normalwert Deutschland. Geht mal auf Selbstmord. Guck mal auf Selbstmord. Normalwert 13.440.
Hochrechnung Deutschland 48.115. Multiple Sklerose 6.720 Normalwert. 53.760 Hochrechnung. Extrapyramidiales Syndrom, Störung des Bewegungsablaufs. Normalwert Deutschland 11.760. Hochrechnung Deutschland 164.640. Akuter Myokardinfarkt. Ich weiß nicht, was das ist. 252.000. Normalwert Deutschland. Hochrechnung 1,1 Millionen. 3-4 Tage Hardcore-Migräne haben oder extremste Blutungen, die mich davon abhalten zu arbeiten. Erkrankung der Arterien. Das ist todernst. Das ist schwer in den Griff zu bekommen. Könnte aber 2,5 Millionen Deutsche betreffen in den nächsten 3 Jahren. Schilddrüsenfunktionsstörung. Die Scheiße. Zeit. Nur 1,2 Millionen. Das sind halt Hochrechnungen, ne, Freunde? Also es ist nicht Fakt, also es wurde einfach hochgerechnet. Myokarditis. Was auf uns zukommen könnte. Perikarditis, Vaskulitis und so weiter ist extrem gut belegt. Und diese Hochrechnung, schaut mal einfach unten mal drauf. 11 Millionen Krankheitsbilder in Deutschland grob, 11,6. Das sind nicht alle Krankheiten erfasst, eigentlich gibt es 80, hier haben wir so grob 50. Wir haben aber 80 gemacht, aber es hat dann auch nicht mehr viel zusätzliche Information gebracht. Ja, das könnte um den Faktor 3,64 steigen. Es ist im Begriff, das zu tun. Die Übersterblichkeit steigt nämlich auch. Die Kindersterblichkeit steigt auch. Warum halt? Was denkt ihr, warum? Denkt ihr, das hat mit der Pandemiesituation zu tun? Denkt ihr, das hat einen Einfluss? Und eigentlich müssten wir doch alle gesund, durchgeimpft und immun sein. Und jetzt bitte. Ich bitte euch, ich bin euch dankbar für alle Kommentare, was das jetzt betrifft. Chat, was geht ab? Seid ihr noch down? Konsequenzen. Hat das welche? Personalkonsequenzen? Natürlich keine. Denn wir leben im besten, freisten Deutschland aller Zeiten. Uns geht das toll. Wir laufen auch nicht alleine. Wir werden so begleitet in der Hand gehalten wie die Wirecard-Aktionäre und wie die Cum-Ex-Aktionäre und wie jeder Siebte in Deutschland, der an oder unter der Armutsgrenze schon lebt, Tendenz steigend auf jeder Sechste. Aber lasst uns doch mal wirtschaftlich bleiben. Was ist der Einfluss einer zunehmend psychisch und körperlich kranken Gesellschaft und einer signifikant, ja, Sigma 3 plus außerordentlichen Übersterblichkeit, schlimmer als im Krieg? Immobilien, was passiert denn mit denen? Wer soll die mieten? Ach, wir können sie alle auffüllen mit Flüchtlingen, das geht, die suchen Heim, es gibt viele Krisen auf der Welt, Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, da können wir bestimmt viele reintun. Die, vielleicht kaufen die auch Aktien oder müssen die Aktien verkauft werden oder vererbt werden im Fall vom Todesfall. Anleihen, wer soll die denn noch Zinsen bezahlen? Wie soll das gehen? Die Wirtschaft muss doch schwach werden. Was passiert mit Währungen und Ländern? Rohstoffe, Nachfrage, Edelmetalle, Crypto-Coins, da wissen wir schon, was passiert ist. Was ist denn los, wenn wir so krank sind? Gehen die Menschen dann ins Krankenhaus oder sagen sie, ich habe die Hose... Baba Snow, Alter, bei mir bellt der Hund, Bro. Nein, Spaß, bei ihm. Voll. Jeder Vierte oder Fünfte könnte an Sepsis sterben im Krankenhaus. Gehe ich da jetzt noch hin mit den ganzen anderen Schwerkranken, stecke mich an? Oder halte ich die Fresse und schaue, dass es mir einigermaßen geht und habe einen Notarzt? Oder, Es gibt aktuell schon eine Übersterblichkeit und sehr viele Todesfälle, wo es heißt plötzlich und unerwartet, aber hat mit der Spritze bestimmt nichts zu tun. Ey, ich hoffe natürlich nicht, ne? Es gibt ja mehrere Theorien. Die einen sagen, es hat mit dem Lockdown zu tun, dass wir uns eingesperrt haben, dass wir die ganze Zeit einen Maulkorb getragen haben und dadurch halt einfach zu steril geworden sind und jetzt die kleinen Viren schon Krankheiten auslösen und angreifbarer sind, als wenn wir draußen gewesen wären und uns mit gewissen Krankheiten angesteckt hätten, damit wir unserem Immunsystem aufbauen. Ey, es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ans Licht kommen, hoffentlich, was genau dafür verantwortlich war. Und ich hoffe, dass es sich auch wieder einpendelt mit der Übersterblichkeit, weil das Menschensterben will hoffentlich keiner von uns. Ein Service, der mir hilft. Was denn mit Konsumgütern, teuren Konsumgütern? Man sieht das schon in den USA, Gebrauchtwagenpreise brechen brachial ein.
Und natürlich werden wir das auch bei uns sehen. Vor einigen Monaten war es auch undenkbar teuer, ein Auto zu kaufen. Die Kaufwagenpreise sind durch die Decke gegangen. Unvorstellbar. Das wird meines Erachtens kollabieren. Was ist mit, was macht ein Schwerkranker im Urlaub? Kommt der überhaupt auf die Pötte gerade? Sally Moon sagt, die Mama meiner Freundin ist auch plötzlich mit 50 gestorben, einfach umgefallen. War auch davor topfit, Mein Beileid. Der hat doch ein Einkommen. Kann der noch zur Arbeit gehen? Was ist mit Shopping, mit Partys, Essen gehen, Konzerten? Wahrscheinlich weniger. Bezahle ich meine Hypothek oder meine Miete, wenn ich arbeitsunfähig bin? You will never walk alone, okay? Du kriegst doch jetzt das Bürgergeld. Scheiße. Bedingungsloses Grundeinkommen ist so fabulös wie ein kostenloses Mittagessen mit mir früher in der Wall Street. Vergesst es. Produktion, wer soll produzieren? Wer soll reparieren? Wer soll Wartung machen? Und letztlich, sie haben eine Funktion. Ich möchte nicht ständig in das Basher gesehen werden der Regierung. Wie dysfunktional könnten Gerichte, Rathäuser, Steuerämter, Lehrer, Züge, Kraftwerke, Versorger werden? Also ich kenne viele Statistiken aus mindestens 4-5 Ministerien in Deutschland, was die Abwesenheitsquote betrifft. Schon shocking, denn generell gilt die Quote bei Beamten liegt über 90%. Spitzquote hätte ich sagen sollen. Depressionen. Die Impfquote liegt über 90%, aber die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit, oder? Trifft jeden 12. Deutschen. Ja, wie wär's denn mit jedem 8. Oder jedem? Wie findest du Florian Homm, sagt Peter Pan? Feier ich. 6. Weil Depression hat auch wirklich was. Der Wirtschaftsleistung zu einer Rezession in Depression hat laut Jordan Peterson einen Faktor 5. 1% Absturz in die Rezession der Wirtschaft potenziert 5-fach Depression. Wo? Also ist ja nicht nur alles. Ja, dann sollen Sie sich doch einfach Komödien bei Netflix anschauen, die Heizung runterdrehen, nicht so eine miese Memme spielen und Schokolade essen. Ja, die ist immer noch günstig bei Aldi. So. So. Zu stark angezogen. Verdammt nochmal, reißt euch mal zusammen. Und Lösungen. Der Staat macht das. Ein Schein nach dem anderen, Subventionen, Staatsgarantien, Bailouts, Geld drucken. Das hilft aber nicht denjenigen, die es am meisten brauchen. Da kommt es nämlich nicht an. Es kommt bei den Großen. Systemrelevant. Symptome werden bekämpft, Ursachen aber nicht. Ich bin echt gespannt, wo es hinführt, auf jeden Fall. Und beim Bürger, ich habe das mal gesagt, also ich kann den Kaffee her, da ist Geld drin, aber wenn ich da Münzen habe oder digitale Krypto-Staatswährung und die versuche zu trinken, dann werde ich ja verdursten. Es ist keine Lösung. Tja, düster. Weißwege hat einen verdammt guten Rekord. Und jetzt ein Film, den ich gesehen habe, den verlinke ich unten. Er hat es wirklich in sich, weil er nicht nur auf das Gesundheitsthema eingeht, aber auch einige sehr faktische, relevante wirtschaftliche Aspekte einbringt. Den Link anschauen, für mich somit der wichtigste Film, der beste, was das Zeitgeschehen betrifft. Und natürlich werde ich heute über den Florian Homm Investment Club reden. Wenn man etwas Vermögen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verliert, extrem hoch. Wir sind in einem neuen Zeitalter, muss wirklich umdenken, muss anders halten. Ich sage generell, Qualität ist das erste Kriterium. Das bringt nichts, weil Qualität kann so viel im Preis fallen. Agilität. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir haben erlebt bisher eine Corona-Rezession. Wir haben einen Boommarkt erlebt, der fast seinesgleichen sucht. Wir reden über Inflation, dann Stagflation, kann aber auch Deflation und Depression werden. Also das ist die Aufgabe des Florian Homm Investment Clubs. Das ist für Vermögende. Für andere, aber auch Vermögen natürlich, der Florian Homm Börsenbrief. Nein, es ist keine Werbesendung, es ist ein konkreter Vorschlag. Es gibt keinen anderen Total Return Brief in deutscher Sprache in dieser Qualität, mit dieser Performance. Nein, es ist eine Feststellung, es ist keine Werbung, es ist eine Lösung. Und nächstes Jahr werden wir intensiv den MSCI World ETF analysieren. Und wir wissen es eigentlich schon, wir werden die Loser-Branchen raussuchen. Und wir werden die Gewinner-Branchen raussuchen. Aktuell haben wir schon ein Portfolio von 7 Pharma-Werten, die echt von dieser Krise profitieren könnten. Eigentlich schon zum Teil tun. Das ist nicht auf dem Radarschirm. Den Research macht kein anderer Influencer in Deutschland. Punkt aus. Fertig. Und natürlich, etliche Produkte sind umsonst. Dieser Talk ist umsonst. Ja, ihr habt jetzt einen wesentlichen Bestandteil einer Studie bekommen, die, sage ich mal, die Zahl 1,3 Millionen Euro gekostet hat. Und ihr solltet euch etwas fragen. Wer seid ihr eigentlich? Seid
geht jetzt nur noch um Gewinnen oder Verlieren. Es geht aber noch mehr um Teamgeist, Kooperation. Menschlichkeit. Einander helfen. So. Verstehen. Sich nicht mehr spalten zu lassen und zusammenzurücken. Deswegen ist der Engel da rechts von mir, dass ich nicht zum kapitalistischen Elite-Weltwirtschaftsforum-Schwein ausarte. Warst du doch schon mal, Digi, oder? Ich glaube, der war ja mal in diesem Film drin. Beitrag werden die Lösungen noch konkreter. Bitte euch, darf ich euch was bitten? Ja, ich bitte euch, abonniert den Kanal. Yes, Sir, Freunde, abonniert den Kanal von Florian Homm.